So, wir haben ein großes Problem und zwar Biancas Knie macht gar nicht mit und wir sind jetzt gerade in Daimann und Bianca wurde eben gerade von Jenny abgeholt. Viele Grüße und vielen Dank dafür. Und sie wird dann zum Abenteuerspielplatz hingebracht. Genau, das ist genau das Spot, wo wir eigentlich heute hin wollten. Und genau, ich werde diesen Weg alleine dahin laufen von hier aus. Also sie wurde gerade abgeholt. Und das sind schätzungsweise, keine Ahnung, 7,5 Kilometer oder so. Aber weil da ein paar Stellen sind, die ein bisschen schwieriger sind, würde ich mal so auf 2 Stunden schätzen. Genau, ich würde ungefähr 2 Stunden brauchen, bis ich da hinten angekommen bin. Und wir haben jetzt diese Uhrzeit, also kurz, also 19 Uhr. Das heißt, ungefähr so mal 21 Uhr dürfte ich dort ankommen. Also kurz vor Dämmerung. Vielleicht dauert es länger, aber ich glaube so ungefähr 2 Stunden. Ich werde jetzt in einem schnellen Schritt dahin laufen. Guck mal, hier vorne ist ein Hund. Ich weiß nicht, was der hier macht. Der ist irgendwie. Irgendwie ist er hier. Ich frage mich, was dieser Hund hier die ganze Zeit macht. Ich bin total verwirrt. Das ist, keine Ahnung, vielleicht ein Straßenhund oder so. Oder bestimmt gehört ihn jemand, aber der läuft hier frei rum. Scheißebecken gefunden! Scheißebecken! Beck mit Scheiße drin! Guck mal, hier vorne blüht die Heide. Leute, ich bin irgendwie so ein bisschen zu schnell gelaufen und dann habe ich den Heidschnuckenweg verloren. Ich habe so ein Schild übersehen. Jetzt bin ich hier auf dieser Landstraße hier gelandet. Und genau, und daher habe ich den Standpunkt, wo ich mich gleich mit Bianca wieder treffe, über Google Maps angegeben. Und da führt der Heidschnuckenweg auch durch. Deswegen laufe ich den Google Maps Weg. Ich will sie nicht zu lange warten lassen. Und sie hat Bier dabei. Deswegen muss sie erst recht schnell laufen. Guck mal, ich habe Kopfhörer an. Weil mit Musik läuft sie schneller. Und ich habe ein bisschen Schweiß. Das ist cool. Schwitzen ist geil. Guck mal, da drüben ist so ein richtiger Vollfett-Sonnenuntergang. Der sieht richtig fett aus, aber gleich kommt dunkle. Das passt sogar auf meinen Kopf drauf. So vor der Perspektive her, dieser Sonnenuntergang. Leute, ihr glaubt mir nicht, was mir gerade passiert ist. Ich bin jetzt gerade hier an dieser Brücke angekommen und ich muss gleich rechts abbiegen in den Wald rein, um da den kürzesten Wanderweg dahin zu kommen. Und mir ist jetzt gerade, ich hatte die ganze Zeit so eine beschissene Scheißunterhose angehabt. Und beim zu schnell rumlaufen ist mir die Boxershorts auseinandergerissen gerade. Das war voll scheiße gewesen. Das hat sich voll komisch angefühlt, als sie auseinandergerissen war, als da so ein riesiger Loch da war. Das war voll scheiße. Deswegen bin ich da reingegangen und hab die gewechselt. Jetzt hast du neue Boxershorts an und die andere schmeiß ich weg. Ja, genau. Das ist mein Status-Update für jetzt. Und jetzt geht's, ich schätze mal so ungefähr noch eine halbe Stunde noch da lang und dann und durch den Wald durch. Und dann muss ich diese Belästigungsgeräusche von den Autos nicht ertragen. So, ich komme gerade vor dieser Straße und ich werde jetzt da reingehen. Und das wird immer dunkler und dunkler. Aber bald geht's nach links und da bin ich bald da. Guck mal, ich habe hier den Heidschnuckenweg wieder getroffen. Ich werde da jetzt reingehen in diesen dunklen Wald durch. Aber ich mache schnell oder so. Ich glaube, ich werde hier sehr wenig filmen. Noch 1,1 Kilometer da durch und dann bin ich da. Also diese letzten 1 Kilometer, die sind total eng und wurzelig und so weiter. Es ist voll scheiße, mit dem Wagen hier durchzukommen. Es ist überall diese Wurzel. Die nerven mich. Die kosten Kraft. Das ist ein ganz, ganz schmaler, oh, ganz, ganz schmaler Waldweg. Aber guck mal hier. Man sieht jetzt zwar gerade nicht, weil ich gerade zu faul bin, meine Kameralampe zu nehmen. Aber hier sind Treppenstufen so ganz leichte. Ich muss den scheiß Wagen da hochschrieben. Aber ich bin fast da, noch wenige 100 Meter, dann bin ich da. So, ich bin an der Schutzhütte angekommen. Bianca ist hier.
Hallo. Sie wurde sicher hergebracht. Ja. Nochmals vielen Dank. Ja. Und wir haben noch Björn getroffen. Den werden wir morgen auch nochmal treffen. Der, genau, mit ihm haben wir ein Bierchen getrunken und morgen... Und er hat Voltaren und Schmerztabletten mitgebracht. Genau. Ja. Und morgen werden wir ihn nochmal treffen und genau, uns duschen und sowas. Und man muss wieder Akkus sagen, aufladen. Menschlichkeit. Ich habe hier einen sehr lieben, netten jungen Mann getroffen, der mir ein bisschen was von seinem Werdegang erzählt hat. Und der hat uns einen Wasserkanister hier gelassen. Mit also Wasser zum Händewaschen und zum Abwaschen. Und ja, ganz lieb gewesen. Der trifft sich da mit Björn, damit sie den Kanister wieder zurückgeben kann. Ich habe ein Stück Holz klein gemacht. Jetzt wird der ganze Stamm und noch mehr Stämme klein gemacht. Das wird richtig klein gemacht. Ich werde jetzt mit dem Urin-Test V1 Messer, also dieser hier, und Feuerstahl, werde ich jetzt Feuer anzünden. Plus ein bisschen Birkenrinde, genau. Das werde ich jetzt machen. Es brennt, es brennt, es brennt rum, es brennt. Und du machst schon wieder Essen. Ich mach Essen, dass wir entspannt essen können, ohne dass so ein Pinsel uns wegscheucht. Für den Feuermacher. Oh, geil, danke schön. Reispfanne à la Bijanka. Mit persönlicher Widmung. Mm. Auf dem Teller. Richtig geil. Mit Würstchen drin. Mhm, Mettwürstchen sind das. Also wir sind hier in dieser anderen Schutzhütte drin. Und hier werden wir heute pennen. Es wird richtig geil sein. Und zum Windschutz und zum Trocknen hat Bianca das Tab hier genau so gemacht, wie das da aussieht. Professionellst aufgehängt. An Nägeln. Damit das trocknet und damit da weniger Wind durchkommt. Genau. Obwohl hier keine Fenster sind. Wir haben in einer Schutzhütte gepennt. Genau, hier habe ich gepennt, hier hat sie gepennt. Die Nacht, die war kühl, frisch und so. Guten Morgen. Und genau, der Tarp, der hängt immer noch. Genau, wegen Windschutz, aber das hat sowieso nichts gebracht, weil hier keine Fenster sind. Klar hat das was gebracht. Ja gut, ich bin barfuß und der Boden ist kalt. Bevor ich Kaffee mache, werde ich erstmal dieses Wasser hier kochen. Ich hatte mehr Wasser gemacht, weil ein Teil des Wassers kommt in eine 5-Minuten-Terrine rein. Und der Rest des Wassers, genau, damit mache ich Koffein gleich. So, gekochtes Wasser ist fertig. Achso, Terrine ist kein Ritual, sondern Koffein, was gleich kommt, ist Ritual. Jawohl. Das ist deine Terrine. Für den Rest wird jetzt Koffein hergestellt. So, Kaffee ist fertig. Ja, Koffein in der Schutzhütte zu saufen ist auch geil. Ja. So, wir haben uns zum Kaffeetrinken draußen hingesetzt, weil draußen Koffein zu saufen ist doch viel geiler als in der Schutzhütte. Das kann ich nur empfehlen. Guck mal, hier vorne sind ganz viele Eichhörnchen.
Die klettern hier auf diesen Baum rum. Das sind 5 Stück oder so. Jawohl, seht ihr diese Eichhörnchen da vorne? Hier sind 5 Stück am Baum, aber die meisten sind hinterm Baum. So, was ich ganz vergessen habe zu erzählen, als du gestern hergebracht wurdest, dann warst du einkaufen gewesen. Du hast Bier und noch mehr Sachen eingekauft. Und Pappteller hast du auch mitgebracht. Das heißt, wir haben wieder Pappteller. Mhm, und Feuerzeug. Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir plötzlich wieder Pappteller da haben. Ja. Weil die letzten, oder ich glaube einen, so ein Verknüllter hatte ich noch drin gehabt, aber sonst die letzten, die haben wir beim hier vor dem Heidepark gegessen. Gegessen, die Pappteller. Ja. gestern konntest du mit deinem Bein nicht weiterlaufen. Nee, leider nicht. Wie geht's deinem Bein heute? Ja, Björn hat ja Schmerztablette und Voltaren-Gel gebracht. Das fühlt sich recht gut an jetzt. Also ich denke, dass es heute ein bisschen auf alle Fälle laufen können und dann mal schauen. Ja. Aber wesentlich besser als gestern. Gestern war das wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Das hört sich besser an. Mhm. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt laufen wir nach Bisping. Oder beziehungsweise wir folgen den Heidschnuckenweg weiter. Und laufen da nach Bisping, um dort erstmal Döner zu essen bei Heidegrill. Und dann werden wir zu Björn hinlaufen, wo ich schon mal mehrfach unterm Kirschbaum gepennt habe. Genau zu ihm gehen wir hin, weil er war gestern kurz hier, also auf einem Bierchen. Und der hat unsere Akkus und wir werden bei ihm Akkus noch mehr aufladen und duschen gehen und sowas. Aber kurz vorher werden wir erstmal Döner essen, weil wir haben voll Bock auf Döner, wir haben leeren Magen. So, wir sind jetzt gerade hier an diesen Abenteuerspielplatz angelangt. Blub, 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 blub. Was bin ich für ein Tier? Blub, 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 blub. Gut, wir kommen jetzt wieder raus. So, hier vorne ist der Heidschnuckenweg. Also der Wegweiser vom Heidschnuckenweg, der geht da lang. Da vorne liegt Holzbalken rum. Stinken und stinken. Ich bin am Mikrobenkopf. So, wir sind hier an dieser Straße hier angekommen. Und der Heidschnuckenweg würde eigentlich da drüben lang gehen und dann da hinten durch den Wald. Und man würde da hinten wieder rauskommen, also wo wir sowieso hin müssen. Aber wir werden ungefähr, ich würde sagen, so 1 Kilometer abkürzen. Weil da drüben, da ist Kick und ich brauche eine neue Boxershorts, weil meine ist von gestern zerrissen. Wir sind in Bisping angekommen, jetzt werde ich bei Kick Unterhosen kaufen gehen. Das wird gleich so richtig geil sein. Ich habe mir neue Unterhosen gekauft. Das ist richtig geil. Ich habe keine Ahnung, ob die passen, aber ich werde es auch innerhalb der Tour erfahren. Achso, wir laufen jetzt gerade hier an dieser Schule hier vorbei, wo ich schon mal zur Schule gegangen bin. Ja genau, hier und genau das hier, das ist Kindergarten, da bin ich früher zur Kindergarten gelaufen, gegangen. Genau, da laufen wir jetzt gerade durch. Ich bin in der Vergangenheit auf vielen Schulen gegangen. Jawohl, da vorne ist Heidegrill. Wir werden da jetzt Döner essen gehen. Das wird gleich so richtig geil sein und schmackhaft. Wir freuen uns drauf. Wir haben Appetit. Wir haben richtig Appetit. Ja, Mann, das ist voll lecker hier, ey. Wir haben Appetit. Na, so geil. Der ist so geil, Leute, ehrlich, der ist so geil. So geiles Fleisch, total geiles Brot und total geiles Tzatziki. Mega gut. So, wir haben eben gerade Döner aufgegessen und jetzt laufen wir zu Björn, um dort unsere Akkus abzuholen und um dort zu duschen. Ja, duschen, geil. Jawohl. Ja. Duschen. Warm Wasser. Das wird Zeit. Oh ja. Oh ja, ich sag euch wirklich, ne? Also wenn es eins gibt nach über einer Woche, ne? Kannst dich frisch machen, wie du willst mit Campingdusche, ne? Aber riechen tust du total. So, wir sind jetzt gerade bei Björn angekommen.
Und Björn, wir bedanken uns, dass wir bei dir geduscht haben, duschen konnten und die Akkus aufladen konnten. Ja, sehr das gerne. Ist richtig geil. Und darauf werden wir erstmal ein Bier trinken. Dann mache ich auch nichts mehr. Danke. Deshalb hassen wir Kinder. Prost. Prost. Weil Kinder jetzt sagen, wo willst du denn? Jan ist auch dabei. Ja, ich bin auch da. Hi. Genau, er hat Jakobsweg den Spanien gelaufen. Ja. Frisch. Und wenn genau. Und er hier, Hans-Jörg, ist auch dabei. Ja. Wir müssen unbedingt viel mehr alte Männer-Vlogs machen. Ja, endlich alte Männer. Und der Pferdeschwanz wird immer länger. Guck mal. Guck mal, ich kann schon wedeln damit. Obwohl ich alt bin. Ist wie mit unten, da wird es immer kürzer, aber ich kann auch noch wedeln. Ja, ist so, wenn man alt ist. Ja, guck mal hier. Meine Brille ist hier kaputt. Ich hab das. Shit. Ja, genau. Der ist da durchgebrochen. Die ist aber nicht so dolle kaputt wie Hans-Jörgs Leber. Nee, Kinder, das ist alles so gut. Oh, das ist alles so gut. Da hat sie gerade reingenießt. Dreimal. Ja, aber nur auf die Oberfläche. Und die war ja in den Haaren. Und da meine Haare. Ja, egal. Ist das auch egal, oder was? Aber da schwimmt noch was. Guck mal. Oh. Ja, man kann das hier so ein bisschen. Guck mal, wenn man hier so ein bisschen. Siehst du das? Warum? Jetzt gehe ich mal kurz kacken. Wir waren gerade bei Björn gewesen und wir sind jetzt wieder draußen. Und wir laufen jetzt nach Richtung Bering, also den Halsstuckenweg weiter, also bis Bering. Und da haben wir einen eventuellen Pennplatz. Genau, da werden wir vielleicht im Garten oder so pennen. Das wird so richtig geil sein. So, wir sind jetzt gerade in Bering angekommen und weil Bianca leider erhöhte Knieprobleme hat, trage ich ihren Rucksack bis zum nächsten Schlafplatz. Bis zum nächsten Schlafplatz sind es ungefähr 2 Kilometer noch. Das schaffen wir. Das müsste wir schaffen. Heute haben wir hier auf dem Hof gepennt. Vielen Dank, dass wir bei dir auf dem Hof schlafen konnten. Jo, gerne, jederzeit wieder. Also, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Und besten Dank für den Kaffee. Das ist richtig geil. Ja, Kaffee draußen, Kaffee auf dem Hof zu saufen, ist auch geil. Ja, ja. So, Essen ist fertig. Frisch aus der Mikrowelle. Das ist Essen von vorgestern. Genau, was wir vorgestern gemacht haben, glaube ich. Vorgestern, nicht gestern? Ist auch egal. So, wir sind gerade losgelaufen und wir haben direkt diesen Halsstuckenweg, Wegweiser gefunden. Der war quasi vor der Haustür. Richtig geil. Nochmal Grüße gehen raus an Thorsten. Vielen Dank, dass wir auf dem Hof gepennt haben. Und vielen Dank für das Bier, also für die Wegebiere. Genau, die werde ich gleich trinken. Geprost! Und es fängt an zu regnen. Das ist voll scheiße, wir sind gerade losgelaufen. Hier vorne fangen schon wieder diese ganzen beschissenen Wurzeln an. Das ist richtig scheiße für meinen Wagen. Also es ist richtig anstrengend, das so voll beladen darüber zu schieben. Achso, wo ich gesagt habe, dass es zu regnen beginnt, da hat es so ein bisschen getropft, das war ein bisschen Nieselregen. Also das hat uns nicht wirklich nass gemacht. Guck mal, dieser Heizschnuckenweg Wegweiser, der hat hier diesen Baum so ein bisschen kaputt gemacht. Weiß ich selber nicht, ob das dieser Schuld ist, aber ich glaube auch nicht.
Aber auf jeden Fall fehlen da so ein paar Arme von diesem Baum. Aber Hauptsache, wir haben hier diesen Wegweiser. Guck mal hier, es regnet hier rum. Ich habe hier mal einen kaputten, wie heißt das Ding, Regenponcho angemacht. Also diesen urinfarbigen Regenponcho. Den habe ich hier mit rübergezogen. Und genauso wie bei den neon-urinfarbigen, hier das Ding hier, über meinen Wagen rübergezogen. Damit die elektronischen Geräte und Klamotten nicht durchfeuchtet werden. Aber ich glaube, es hört langsam auf. Das heißt, das war umsonst dieser Stress. Das ist genau exakt das, was auf der Tour ganz wichtig ist, dass genau das passiert. Aber warte, ich habe meinen verkehrt rum angehabt, hier meinen grünfarbenen. Das ist aber noch eine Nummer dünner als meins. Ja, der wird sofort reißen. Ein Euro-Ding. Der wird sofort reißen. Er macht ja nichts. Ich finde es sehr schade, dass mein Regenponcho, der genau den ich in der Liste drin hatte, dass der zurückgeschickt wurde, nur weil DHL versagt hat. Ich war an den Tagen nicht zu Hause und irgendwie haben sie mir einen Zettel reingeschrieben gehabt, ohne Adresse, ohne Notizen oder sowas. Wir brauchen Regenponchos, aber so richtig stabile mit Robustheit dran, die das ganze Leben lang halten. Ja, Mann. Aber ja, genau, jetzt laufe ich urinfarbig rum. Oder ich glaube, ich ziehe das aus, weil der Regen vorbei ist. So, wir haben unser billig Regenponcho ausgezogen. Aber jetzt kommt plötzlich Wind. Das heißt, das ist ein Vorzeichen für nochmal Regen. Das heißt, wenn es gleich regnen sollte, was so aussieht, dann müssen wir schon wieder diesen Poncho anziehen. Genau. Es ist windig. Wie geht's deinem Knie? Es geht so. Mit Pause jetzt immer zwischendurch. Und der guten Schmerztablette von Thorsten. Hoffe ich mal, dass wir das ein bisschen hinkriegen, ja. Es ist belastend auf alle Fälle. Ich merke es, aber es geht immer so ein paar Meter. So, ich habe schon wieder diesen urinfarbigen Poncho an, weil es regnet schon wieder und das macht uns feucht. Hier vorne ist ein Sitzplatz oder wie das heißt. Und da drüben, das ist Heidefläche. Hier geht's zu Teil 7, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht's zur Biwak-Tour in Italien. Da habe ich mich ganz böse am Fuß verletzt, haben tagelang Notfallbiwak gemacht. Und da ist noch viel mehr passiert. Bitte anschauen.